بسم الله الرحمن الرحيم. Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. Die Zeichen eines Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, lügt er. Und wenn er etwas verspricht, bricht er es. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, veruntreut er es. In einer anderen Version heißt es: Selbst wenn er fastet, das Gebet verrichtet und sich als Muslim betrachtet. Wo bin ich? Was mache ich hier? Diese Trauer, dieses Leid, dieser tief sitzende Schmerz in den nach Hilfe bettelnden Stimmen. Warum? Warum bin ich hier? Ich war doch stets mit den Gläubigen. Harrte ich nicht mit ihnen im Hunger und im Durst aus? Und stand ich nicht mit ihnen in den Reihen der Aufrichtigen? Ja, nun verstehe ich. Jetzt erkenne ich die Wahrheit. Mein gesamtes Leben eiferte ich den Leugnern nach. Ich wollte so sein wie sie. Ich krümmte mich und verleugnete mich selbst. Nur um ihnen zu gefallen. Ich verlief mich und irrte auf einem Pfad der Selbstzerstörung. Mein Herz konnte sich nicht entscheiden, weil ich betört war von ihrem scheinbaren Glück. Doch jetzt habe ich alles verloren.